Hallo zusammen, hier ein kleines Video, wie ihr schön und einfach Heizungsrohre ausschneidet. Ihr fangt einfach mit einem kleinen Stück, das genauso tief ist wie die Heizungsröhrchen. Da braucht ihr dann nur noch die zwei Heizungsrohre, gegebenenfalls eins, anzuzeichnen und auszuschneiden. Das geschieht mit einem Messer, mit einer Trapezlinie. Einritzen, abbrechen, fertig. Um es besser zu messen, empfiehlt sich ein Winkel oder, wie ich es gemacht habe, ein Brett. Bis zu den Röhrchen hinlegen und dann kann man einfach bis zum ersten Punkt messen und immer 3 bis 4 mm Abstand zum Rohr. Dann wieder anlegen. Und wie weit geht das Rohr? Dann übertragen, erst noch angezeichnet, das gleiche wieder machen. Genau schauen, Luft einhalten, übertragen. Dann bis zum Ende noch einmal anlegen, messen. Jetzt die Tiefe der Rohre messen. Schauen, wie weit geht das Rohr. Dann Luft einhalten wieder. Übertragen den Punkt immer mittig des Röhrchens, da die Rohre rund sind. Und jetzt machen wir einfach einen kleinen Kreis, damit wir gleich schön an der Linie mit einer Stichsäge vorbeischneiden können. Ich empfehle immer Stückchen für Stückchen. Kleine Schnitte links und rechts. Dann diagonal ein bisschen schneiden zum Punkt, wo sie eben waren. Ganz langsam. Dann die Rundung ausschneiden. Wieder zum Punkt. Ganz entspannt. Immer Stückchen für Stückchen. Dann wird es auch schön rund. Ganz wichtig, auf die Finger aufpassen. Wenn das erste Rohr fertig ist, dann das gleiche Spiel nochmal. Kleinen geraden Schnitt, bisschen rund, dann den anderen Schnitt. Immer versuchen, auf der Linie zu schneiden. Wenn dann beide Rohre fertig sind, schauen wir mal, ob es passt. Hervorragend, es passt. Jetzt nur noch ein bisschen schauen, dass der Abstand stimmt zu den Rohren. Dann ein nächstes Brett nehmen und einfach einlegen. Kann natürlich eine andere Verriegelung sein, aber vom Prinzip ist es immer das Gleiche. Ein Anfangsstück ausschneiden, die zwei Rohre bis vorne an, ein Brett einlegen. So, das war's. Ich hoffe, es hat's gefallen und entschuldigt meine schlechte Tonqualität, aber es war mein erstes Video. Es kann nur besser werden. Auf Wiederhören. Euer Bodenleger.